W moim ogródecku rośnie ruzycka, napój mi Maniusiu mego kunicka. Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda. Hallo meine Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Rückkehr nach Przesówka. Nicht Osada, nicht Osada. ja, wir sind hier gerade zum Lebensmittelhändler und wir sind, glaube ich, von der falschen Seite gefahren. Oh nein. Okay, wir müssen einmal rumfahren. Ich habe gedacht, wir können eine Abkürzung nehmen, können wir nicht mehr. Um die paar... Erdbeeren und Tomaten zu verkaufen, die wir ja da verladen hatten. Eigentlich sollte das meine Frau machen und die wollte nicht. Was ist das denn Schönes? Was ist das denn? Das ist ja cool. Das ist ja cool. Hab ich noch gar nicht gesehen. Mega. Ich hier mit meinem dreckigen Auto. Naja, genau. Hier fahren wir jetzt hin. Wo fahren wir denn hier drauf? Das muss doch hier irgendwo sein. Genau, die paar Erdbeeren, paar Tomaten, die ich habe. Ah, hier, okay. CBA, richtig. So, und dann wird das schon direkt ausgeladen. Ein Träumchen. Das sind ja liebe Leute hier. Unser Konto wächst wieder ein bisschen. Bin gespannt mit wie viel. Wahrscheinlich nicht so viel. 400 Euro. Besser haben als brauchen, ne? Dziękuję bardzo. Do widzenia. Na razie. Do następnego razu. Genau. Ja. Schauen wir mal hier zurück. Noch ein bisschen was von der Landschaft sehen. Ach, hier ist die Feuerwehr, okay. Ach, und hier sind wir wieder beim Kreisel, auch gut zu wissen. Ja, aber ich wollte euch einfach nur kurz den Lebensmittelhändler noch mal zeigen. Und und dann bin ich eigentlich ja so gut wie durch für heute. Oh ja. Oh, das wäre fast schief gelaufen. So gut wie durch für heute. Ich habe noch den... Oh Mann, ey. Fahren wir ein bisschen mehr so. Ich habe noch den. Was habe ich? Ich habe noch den Striegel abgeholt. Nein, ich wurde geblitzt. Oh mein Gott. So ein Mist. Habt ihr das da gerade oben gesehen? Ich wurde geblitzt. Na. Naja, gut. Oh, nee, ey. Das kannst du ja auch nicht ausdenken mit so einer alten Krücke. Nee, das nervt mich ja schon wieder. Ist schon wieder 10% des Geldes, was ich eigentlich eingenommen habe, wieder weg. Genau. Wie gesagt, für heute war es das dann, glaube ich, erstmal. Wir springen dann direkt gleich zum Morgen hin. Ich fahre jetzt nach Hause und dann sehen wir uns morgen wieder. Da müssen wir das angesäte Weizenfeld striegeln und wir werden uns dann wahrscheinlich im November
die Presse kaufen. Die Ballenpresse. Weil, ja, der Händler Bescheid gegeben hat, dass die im November zur Verfügung steht, wo wir dann einfach noch unsere zweite Wiese abmähen und dann ja, die Heuball. Oh, was machst du denn da, Jacek? Olera jasna. Ich hab doch geblinkt. Geblunkt. Geblankit. Nee, nee, nee. Kannst du dir nicht ausdenken. Genau. Genau, und die Sämaschine ist auch wieder zurückgebracht. So, dass da Jacek hat mich noch ein Bierchen eingeladen. Haben wir natürlich dann auch noch gemacht. So. Da sind wir hier auch durch. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich im nächsten Tag. Und guten Morgen. Da sind wir wieder. Es ist November. Was wollte ich euch zeigen? Genau. Hier haben wir den Striegel, den wir letztens noch gekauft haben. Habe ich hier geparkt. Und das Feld muss gestriegelt werden. Das würde ich dann gerne auch noch abernten. So dass wir die beiden dann pressen können zu Ball. Aber ich würde sagen, diese Folge erstmal geht's los mit dem Striegel. Anheben. Sehr schön. Und wir auch mal wieder das gute Ding hier. So. Vor. Das absenken. Und dann einmal die kleinen Unkräuter rausmachen. So, die Fläche ist gemacht und ich würde sagen, wir fahren jetzt noch ein, zwei Mal rum. Sieht man halt einfach gar nicht, ne? Wo wir waren, wo nicht. Aber das schadet trotzdem nicht, wenn wir ein, zwei Mal rumfahren. Wir versuchen ungefähr sowas wie ein Vorgewende da einzuhalten, dann würde das schon passen. Ja, ansonsten ist auch November. Das heißt, wir können auch jetzt ins Holz gehen. Und jetzt ist die, sag ich mal, ich glaube ab November oder irgendwie Mitte Oktober war das schon, dass der Wald freigegeben war, um Bäume zu fällen, Bäume zu schlagen. Ich bin ehrlich, ich glaube, wir machen das erst im Dezember, weil A, können wir gar nicht so viel machen. B, nur kleine Bäume. Punkt.
So, das Feld wäre dann gestriegelt. Oh, was ist das? Jetzt klingelt das Telefon. Ja? Moja, du wolltest doch das Feld 175 pflügen. 174 meinst du, ja. Stimmt, ja, ja. Dann mache ich das jetzt, solange der Boden noch feucht ist, okay? Und ich komme dann zum Mittag wieder zurück nach Hause. Okay, ich mache Käsebuletten. Alles klar. Bis dann, tschüss. Tschüss, Moja. Ach ja, gut, dass mich meine Frau erinnert. Die guckt auch schon wieder ganz Zeit aufs Geld, dass wir da auch ordentlich was ansehen. Ja, ja, das habe ich aber auch ehrlich gesagt ganz vergessen. Ja, dann stellen wir den Striegel hier wieder ab mit dem Träger. Es ist November, dann machen wir auch mal gleich das Dach ein bisschen und die Fenster zu. Und dann fahren wir zu dem Feld. Das habe ich wirklich gar nicht mehr dran gedacht, dass das auch noch zu tun ist. So, absenken. Und dann Fenster zu. Luke zu. Raus im Nu. Das hat sich gereimt. Die Schweinchen, weiß gar nicht, ob die noch genug Essen haben. Naja. Gut, dann wollen wir mal in unseren Deutsch steigen. Und unseren neuen Flug, den wir mitgekauft haben, ausprobieren. Und aus diesen zwei Feldern dann mal eins machen. Oh ne, ist kalt. Das machen wir auch hier zu. Upsi. Das war das Falsche zu. So, das ist gut. Ja, was ist das denn da? So. Jetzt. Ach, meine Frau ist bei den Hühnern, füttert die gerade. Ja, weißt du das? Die Schubkarre ist da hinten. Torek, aus dem Weg. Was ist der denn jetzt schon wieder? Wo ist denn der blöde Hund? Der läuft vor dem Trecker jetzt noch rum. Solange ich rückwärts habe, nicht zum Glück hinterm Träger. Boah, was ist das für ein Verkehr heute hier? Ich muss auch mal nochmal mit meiner Frau besprechen. Hab schon gedacht, ob wir sonst so einen Eierautomaten hier an den Wegesrand stellen. Dass wir die direkt verkaufen. Ohne Zwischenhändler. Bringt bestimmt mehr Geld. Oh, die Polizei. So, und da kommt jetzt nichts. Los geht's. Komm schon. Hier beim Schreiner rechts rein. Genau, da sind wir schon. Oh, die Baumwolle in Polen wächst aber schon super. Nicht schlecht, was der Nachbar da geschafft hat. Das Klima verändert sich ja, ist halt so. So, jetzt wird spannend. Wir müssen das zu einem Feld bekommen. Ich würde sagen, da fahren wir dann einfach mal weiter.
lassen das kleine Stück da noch aus. Das ist ja jetzt aber viel besser damit zu arbeiten, als mit diesem kleinen Flug, den wir vorher hatten. Doch sagen wir, machen erstmal die Feldgrenzen hier in 1 und dann machen wir die richtigen Bahnen. So, ihr Lieben, das war's mit dem Feld. Hat jetzt, ich glaube, fast eine Stunde gedauert, das umzuflügen. Aber jetzt haben wir die Winterzeit, das nochmal zu grubbern und zu überlegen, was wir im nächsten Jahr darauf ansehen. Oh, das Telefon klingelt. Hallo? Hallo? Ah, hallo Mäuschen, du bist ja da. Ich bin gerade auf den Hof gefahren. Was ist denn? Bitte Pferde, inklusive Stall. Kannst du mir die bitte kaufen? Du hast gesagt, du machst das jetzt bitte. Weil wir nach Polen gezogen sind? Ja. Ja, aber... Ja, aber das ist so teuer und wir müssen dann noch ein bisschen sparen oder wir müssen Kredit aufnehmen. Das überlegen wir uns über den Winter, sodass wir das im nächsten Jahr dann haben, okay? Nein. Ich möchte jetzt... Ich glaube, ich mache was falsch. Okay, ich bin damit sehr zufrieden, aber ich will für einen Kredit. Okay, wir gucken mal, wie wir das machen, ja? Ich putze jetzt erstmal den Trecker und verabschiede mich von meinem Vlog, okay? Mit dem Hochdruckreiniger?
Nee, wir haben noch keinen Hochdruckreiniger, wir haben nur einen Gartenschlauch. Okay, tschüss, schönen Tag noch. Tschüss, mein Schatz. Ihr Lieben, ich bin fertig. Oh nein, da steht ja auch meine Frau. Amoya, was ist denn los? Die Gemüsebuletten sind jetzt fertig, die Hühner drinne, kommst du? Um 10 Uhr schon? Ja, das ging schneller als gedacht. Ja gut, ich komme gleich, ich wasche nur noch den Träger ab, ja? Ja, okay. Alles klar. Tschüss. Wieso tschüss? Oh nein, ich muss auch das eine Fenster zumachen. Das Fenster ist noch offen. Wenn ich das spritze, dann ist das so gut. So. Decke ist zu. Licht aus. So. So, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, beim nächsten Mal müssen wir dann endlich die Ballenpresse mal abholen und die Heuballen dann pressen, weil, wie ihr gehört habt, meine Tochter will A-Ponys. Dafür brauchen wir auch noch Heuballen und Hafer. Oh, dann können wir Hafer dann nächstes Jahr drauf ansehen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank.